Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und grüße euch nicht aus der Baureihe 101 hier vorne, sondern aus dem Dossow-Steuerwagen da hinten. Wir stehen hier gerade in Dresden Hauptbahnhof. Ein ordentliches Gewitter zieht hier gerade her. Wir setzen uns mal in diesen Dossow. Wir haben nämlich heute eine Leerzugfahrt und bringen hier diesen Zug nach Meißen-Triebeschtal. Da vorne hier noch ein Intercity. Wir haben hier die Gewittermod aktiviert. Mal wieder. Die kennt ihr. Türen und so müssen wir nicht mehr aufmachen. Wir schalten allerdings mal das Licht hier aus im Fahrgastraum. Das brauchen wir jetzt nicht. Das können wir einmal hier machen. Und gehen dann hier praktisch auf Aus. Jawohl. Einmal die Tür zu und zurück in den Führerstand. Ja, das können wir auch auflassen. Soundmod vom Justus ist natürlich auch mit drauf. Also Richtungswende rein. Störung, Zug beeinflussen, Störung. Jawohl. Was ist? Okay, alles gut. Dann gehen wir einmal hier, machen die SIFA an. Spitzensignale sind eingestellt. Batteriehauptschalter ist an. PZB machen wir uns noch an. SIFA an. Und dann, was haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Hier. Nicht wirklich. So, dann gehen wir mal. Ach, der Intercity hat da vorne Ausfahrt. Sehr gut. Ja, Meißen-Triebeschtal, da fahren wir jetzt nicht wirklich. Also da fahren wir schon hin. Ich hätte aber gerne mehr so ein Nicht-Einsteigen. Ob wir sowas haben, weiß ich nicht. Wir gucken mal. Nee. Dann nehmen wir uns irgendwas Sinnfreies raus. Hier, Frankfurt am Main. Bestätigen wir jetzt. Wir fahren jetzt nach Frankfurt am Main, habe ich gerade entschieden. Dann einmal. Ups, nee. Ich wollte den Bremsschlüssel auf andrehen. So, Oberleitungsstrom. Ja, doch, für die Klimaanlage brauchen wir dann definitiv doch. Hauptschalter ist drin, Stromabnehmer ist oben. Gucken wir mal. Also ist auf jeden Fall oben, aber wir gucken trotzdem mal, welche Lok wir eigentlich hinten dran haben. Ah, es ist die 143. 112. Schön, dass ich nicht lesen kann. PZB funktioniert. Dann gehen wir einmal auf das Display hier vorne hin. Und dann laufen wir einmal ganz kurz nach hinten zur Lok. Denn da müssen wir noch so ein bisschen an den Zug- und Bremskraftregler drehen. Nicht, dass wir zu viel Leistung auf einmal aufschalten und dementsprechend dann hier die ganze Zeit die Räder durchdrehen. Und zwar einmal hier bitte runter. Genau, das müsste eigentlich jetzt schon reichen. Aber gehen wir mal auf 50%. Schön, ne? Der Führerstand hier. Sehr, sehr schön. So. Wieder zurück. Was machen Sie denn um 4 Uhr morgens eigentlich hier? Und Sie? Warum sind die Lichter hier noch an?
Oh, hier sind sie aus, ne? Muss man die Wagen für Wagen ausmachen? Tatsächlich. Also wir halten, wie gesagt, heute nirgendwo. Außer in Meißen. So, der Fahrdienstleiter möchte uns bestimmt schon raus haben. Also geht's jetzt auch raus. Türen müssen wir, glaube ich, noch zumachen. Huch. Bin ich jetzt rausgeflogen? Jawohl, das passt aber. Dann schalten wir mal ein bisschen Leistung auf und auf geht's. Fahren natürlich in der oberen Zugart heute, können uns auch, denke ich mal direkt hier die hellen Lichter einstellen. So, mit 80 dürfen wir fahren. Wenn wir die Scheibenwischgeschwindigkeit noch erhöhen, spiegelt das hier ein bisschen. So, 80 sind erreicht. Sollen wir das Licht hier anlassen? Oder ist es... Kann es sein, dass die SIFA nicht an ist? Nee, ne? Die SIFA ist aus. Ich habe sie doch angemacht. Oder habe ich sie ausgemacht? War das der SIFA-Störschalter? Oh, ich glaube schon. Nee, lassen wir es aus. Ich finde es schöner so. Aber nehmen wir doch die hellen Lichter. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Da ist irgendwo noch ein Güterzug, aber den kann ich absolut nicht sehen. Ja, die Soundmod vom Justus ist mit drauf für die Dostos. Absolut grandios, was der so leistet, ne? Das hört sich einfach so gut an. So, das ist die 70er Ankündigung. Wird bestätigt. So ein bisschen E-Bremskraft müsste eigentlich reichen. Jawohl. 70 sind erreicht. Und damit fahren wir jetzt durch Dresden-Neustadt. Wir können uns auch befreien. Dann geht es hier einmal rüber.
Über die weichen Verbindungen. Also seit einiger Zeit ist echt mal wieder der Bug, dass hier da die Geschwindigkeit weg geht. So, Bremsen anziehen, bevor wir zu schnell werden. Es geht nämlich leicht bergab. Und ab hier dann die 100. Können direkt schon Leistung aufschalten. Wir sind ja noch ein paar km/h unter 70 sogar. Und jetzt müssten wir auch mittlerweile an der Tafel vorbei sein. Können auch direkt auf die 120 hoch. Ey, 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 da sehen wir es schon. Da hat man es gerade sehr, sehr gut gerade gesehen, den Radschlupf da schon wieder. Gar nicht mal so leicht hier Leistung aufzuschalten. Also muss man wirklich ganz behutsam die Leistung auf- und abschalten. Also abschalten nicht wirklich, aber aufschalten. Wir müssen uns nur mal die SIFA anschalten, sonst wird es ein bisschen langweilig hier. Wir wollen jetzt nicht, dass es hier uns sinnfrei unterfordert. So, Leistung weg. Einmal ganz kurz Licht an. Und jetzt hier einmal. Ja, der Zug fährt noch sehr gut. Da war irgendein anderer Zug. SIFA, nee, da. SIFA-Sicherung ein. Siehst immer noch aus. Du das vielleicht? Ist die SIFA kaputt? So, jetzt aber. Jawohl, jetzt funktioniert sie. Dann Licht wieder aus und die Weiterfahrt genießen. Also ich fahre ja prinzipiell recht gerne doch so Steuerwagen. Das Problem ist nur, dass es immer dieses Stop and Go ist und davon bin ich generell nicht so ein Fan. Aber jetzt haben wir hier mal tatsächlich diese Leerzugfahrt, die ist im Fahrplan so um 5 Uhr morgens Pi mal Daumen drin. Und da einfach mal wirklich mit dem Dosto durchheizen, ist in Kombination mit der Soundmod und dieser Gewittermod und dem Schnee hier einfach echt ein geniales Gefühl, eine total angenehme, schöne Atmosphäre. Also ich weiß, so zum Angucken ist das vielleicht nicht ideal, bei Nacht zu fahren. Die Strecke kann man dann jetzt nicht so gut betrachten. Aber ich persönlich finde es doch eigentlich recht angenehm, solche Nachtfahrten auch mal im Transim-World zu haben, weil, also auch wirklich als Zuschauer dazu zu gucken und als Zuschauerin. Weil es doch recht entspannt ist, so vor allem wenn man sich das abends irgendwann anguckt. Na gut, vielleicht. Okay, das ist natürlich nicht so entspannt, wenn man sich das, wenn man dann nachts die SIFA hört. Das versuche ich doch zu vermeiden. Ja, immer wieder so einzelne Mikroruckler. Aber prinzipiell von der Framerate, ja, 37, 38,
40. Ist okay. Damit kann ich leben. Dafür haben wir ein bisschen höhere Texturqualität und so, die ich hier eingestellt habe. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber Nachtfahrten als Videos haben wollt oder eher Fahrten tagsüber. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. So, weiter in 120. Also könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was guckt ihr lieber. Aber klar, so Streckenvorstellungen, Routenvorstellungen oder wenn sie halt ganz neu sind, das machen wir definitiv erstmal bei Tag. Gar keine Frage. Und jetzt müssen wir ordentlich schon mal reinbremsen. So, wir sind jetzt unter den 85 und haben in 800 Metern immer noch Halt zu erwarten. Aber es ist schön, dass wir endlich im TSW, dass es mittlerweile jetzt der Standard geworden ist, dass Fahrzeuge im TSW, wenn sie Licht aussenden, dass es wirklich etwas bringt. Also, dass man richtig was sieht mit den Fernlichtern endlich. Das war ja lange, lange Zeit im TSW nicht der Fall. Bei den älteren Fahrzeugen ist das ja immer noch so. Und das hat sich mittlerweile zum Glück gewandelt. Und das ist wirklich eine super Verbesserung. Eine, die sich, glaube ich, lange auch so von der Community gewünscht wurde. Und das wird natürlich bestätigt. 1000 Hertz leuchten mir das an. Das nächste Hauptsignal zeigt auch Halt zu erwarten. Wird bestätigt. Dann achten wir jetzt mal gut darauf, wo das nächste Hauptsignal zu sehen ist. Vielleicht ist es mittlerweile wieder grün, aber wir müssen jetzt erstmal davon ausgehen, dass es auf Halt steht. Daher auch gut immer bremsbereit sein. Ich sehe zwei gelbe Signale. Es scheint wohl weiterhin Halt zu erwarten sein. Ein gelb blinkendes Signal. Wenn ich jetzt nur wüsste, was das heißt. Ach schon, aber das nächste Signal zeigt. Na, ich sehe da doch was Grünes zwischendurch. Jetzt nicht mehr. Da war ich. Ich könnte schwören, da war doch gerade noch was Grünes mit. Da! Da ist es. Wurde wohl verdeckt von irgendetwas. Das bestätigen wir natürlich.
Auch schön, dass hier diese Weichenbegrenzung eingebaut wurde. So, dann dürfen wir jetzt beschleunigen auf die 70. Hier diese Gleise in der Mitte wurden praktisch dazu eingebaut, dass für den Fall, dass wir entgleisen, wir nicht von dieser Brücke runterplumpsen. Ach, schau an, wir dürfen schon 100 fahren. Das machen wir mit Vergnügen. Wir müssen ja den Dosto ja noch rechtzeitig bereitstellen. Ach, unser Fahrgastinformationssystem ist aus. Okay. Sache, da steht nichts mehr drauf. An der Lok steht noch Frankfurt. So, hoch auf die 100. Wir wollen ja, wie gesagt, nicht trödeln. Gibt es hier Ansagen in dem Zug? Nee. Wobei doch, es gibt doch hier irgendwo. Wo war das? War das der Lüfter? Nee. Luftkompressor. So cool. Okay, nur noch 4,2 Kilometer, dann sind wir schon da. Das geht dann doch recht flott. Wir können auch hier unser Display ein bisschen auf dunkler stellen. Dann blendet uns das nicht so. Ja, so habe ich es gerne. Das ist ganz gemütlich. Ein bisschen hoch auf die 100. Na, noch ein bisschen Leistung. 10 kN pro Fahrmotor. Also mit 40 kN insgesamt. Und 100 sind erreicht. Das sieht aus wie etwas, was uns abbremsen lässt. Gerade ein lautes Zischen. Ich weiß nicht, wo das herkam. Okay, und da rechts nochmal 60er Ankündigung. Muss auch bestätigt werden. Nehmen wir die E-Bremse und bremsen noch ein bisschen runter. E-Bremse lässt sich einzeln bedienen mit Punkt und Komma.
So, 60 sind erreicht. Und halt zu erwarten. In 800 Metern. Herrlich, oder? Also hier auf Meißen, in Meißen rumzufahren, ich liebe es total. Es ist so gut gemacht. Und ich glaube, dieser Gehweg da rechts, den kann man sogar richtig... Oh, hört euch das an. Oh. Ich glaube, diesen Gehweg da rechts, den kann man tatsächlich in irgendeiner Form benutzen. Das machen wir jetzt gleich auch nach dem Szenario. Vielleicht. Mal gucken, ob wir den Weg dahin finden. So, wir rollen einfach nur noch. Sind wir je bis nach Meißen Triebestal gefahren? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass wir gerade das erste Mal hier unterwegs sind. Zumindest in diese Fahrtrichtung. Ich glaube schon. Wir haben das einmal vorher noch gemacht, aber ich glaube, da ist das Spiel abgebrochen. Und das müsste kurz nach Release gewesen sein. Sonst sind wir immer nur praktisch von dieser Richtung aus in Richtung Dresden gefahren. So, einmal rechts rüber. Da vorne sehe ich schon unsere Haltemarkierung. Wir können mal gucken, was wir hier zu Fuß noch erkunden können. Bei bestem Wetter hier. So, 500 Hertz Magnet. Ja. Das war geplant. Fährt planmäßig um 6.04 Uhr ab. Okay, nicht mein Problem. Ich kümmere mich nicht darum. Falsche Richtung. Soll sich jetzt jemand anders darum kümmern? Ich habe Feierabend und möchte jetzt hier Meißen erkunden gehen. Auf was für Ideen man halt so kommt um diese Uhrzeit. Wie kommt man denn auf den anderen Bahnsteig? Ja, wie auch immer. Oh, ich komme hier gar nicht rüber, ne?
Ich würde hier gerne rüber. Da, zack, einmal durchgefallen. Tahaha, Spiel ausgetrickst. Wo laufen wir lang hier hin? Ich habe leider kein Google Maps aktiviert. Aber schön, schön, schön. Hier ist aber viel los, dafür, dass es 5 Uhr morgens ist. Hier die Kirche. Auf jeden Fall sehr schön gemacht. Nicht schlecht. Funktioniert die Uhr? Nee, da sind keine Zeiger dran. Interessant. Ich würde mir gerne so ein Auto einfach nehmen und damit zum Fahr ein bisschen fahren. Falsches Spiel, ne? Ja, hör auf zu hupen. Oh, ich versinke langsam im Boden. Komm schon, DTG, lass mich nicht komplett versinken. Oh, es wird knapp. Ja, bin wieder oben. Man kann halt leider, nein, man kann halt leider nicht springen in diesem Spiel. Aber man konnte ursprünglich mal diese Funktion, aber man hatte ursprünglich mal diese Funktion gehabt mit dem Springen. Aber die hat DTG wieder ausgebaut, weil man wohl zu viel Quatsch damit veranstalten kann. Eieiei, dieses Gewitter hier. Ja. Wo sind die Bahngleise? Da rechts irgendwo, ne? Ja, wer sich das immer noch antut, hier zum Ende des Videos, mein Respekt. Ach, ein Bus. 418er nach Meißen. Um sie lässt grüßen. Ich würde sagen, eine Minute oder so laufen wir noch. Und dann gucken wir mal. Aber sieht schon schön aus, oder? Also Walking Simulator hier. Lässt sich schon, kann sich schon sehen lassen. Das Abflussrohr jetzt nicht unbedingt, aber gibt Schlimmeres, gibt Schlimmeres. Hier ist sogar richtig hier diese Battle-Ampel eingebaut. Schau an. Hier auch. Interessanter LKW. Ist das eine Mod? Weiß ich gar nicht. Also ein Fahrräder. Ich bin doch tatsächlich fasziniert von der Detailschärfe dieser Umgebung hier. Also dafür, dass das eigentlich halt nicht in diesem Sinne erkundbar ist. Es geht ja gar nicht darum, dass man hier laufen soll. Man soll ja eigentlich da hinten irgendwo Züge fahren. Und wir laufen hier einfach jetzt gerade hier so durch die Gegend. Aha, schau an die Brücke. Hier funktionierende Ampel, sehr gut. Ich laufe jetzt, es ist rot, aber ist mir egal. Da ist die Zugbrücke. Und da hinten, da will ich hin, Richtung Altstadt. Schön warm angezogen hier, ne? Auch hier beim Wasser ist es ordentlich kalt um die Uhrzeit. Schön windig, der Schnee. Der friert einem direkt die Hände weg, wenn man zu viel an der Kamera ist. Ich hoffe, wir fallen jetzt nicht durch die Brücke hindurch. Ach, Glück gehabt. So, wie komme ich da hoch? Über die Straße? Nein!
über die Straße hier. Aus dem Weg, Platz da. Ich will nicht über die Brücke. Ich will schon dahin. Ach, schau an, wie schön das da ist. Ich muss am meisten echt mal in Realität sehen, ne? Ich ziehe dieses Video einfach künstlich in die Länge. Immer unnötiger. Ich brauche nichts. Ihr müsst... Nein. Ah, schon wieder. Hier bricht tatsächlich das Spiel immer wieder ab. Das ist ja nämlich schon mal passiert. Interessanterweise. Na gut. Dann soll es das gewesen sein. Dann kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht es gut. Alles Gute. Alles Liebe.